einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Vlog. Mama ist natürlich auch dabei. Ja klar, ich fahre ja Auto. Sag hallo. Hi. Ich war so, hi. Naja, auf jeden Fall kam ich gerade von der Schule. Mama hat mich abgeholt. Ich nehme euch heute mit durch meinen Afterschool-Nachmittag. Und meine Haare sind so zerwurstelt. Oh. Habt ihr eigentlich schon Ferien? Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Also ich habe noch keine Ferien, aber in 3 Wochen. Ich freue mich schon voll. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Westpark. Dort kaufen wir nämlich ein Geschenk für eine Freundin von mir. Die hat nämlich Geburtstag morgen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Ja. Und Leute, guck mal, wir haben Sommer und das ist das Wetter. Regen. So Leute, wir sind jetzt da und ich warte jetzt los auf die Mama. Die muss aufs Klo. Wir suchen jetzt noch nach Fidgets. Und nach einem Geschenk, oder nicht? Stimmt. Und Regenbogen-Toppets für 4,95. Leute, ich habe so krasse Fidgets gefunden. Ich mache dann zu Hause auf jeden Fall ein Haul. Mega, das ist cool. So Leute, wir haben jetzt echt viel gefunden. Ich habe eine ganze Tasche voller Fidgets. Wir gehen jetzt noch zu Zara, versuchen ein Schnäppchen zu machen und dann muss ich auch schon zum Ballett. Mama? So, wir gönnen uns jetzt noch einen Donut. Ich weiß noch nicht welchen. Naja, ich denke, warte. Das schaut doch cool aus, Mama, oder? So drunter noch so, ach, mein schwarzes Top. Und anprobieren, was. Aber ist das gleiche Gelb? Weil sonst schaut es komisch aus. Das gleiche. Guck mal. Boah, das sieht gut aus, aber ich glaube, ich gönne mir jetzt. Oh, das ist schwer. Den Marienkäfer. So, ich gönne mir jetzt diesen Donut und wir sehen uns dann daheim wieder. Leute, Ladybug kann jetzt nicht mehr Paris retten. Eine Schweigeminute für Ladybug. Mit Vanillefüllung. Und ja, Leute, mein Zimmer ist so unordentlich. Ja, bei mir ist es auch nicht immer ordentlich. Ne, ich räume auf jeden Fall später auf. Jetzt mache ich mich, ist Poppy gerade wach? Ich dachte, ich habe gerade irgendwas gesehen. Auf jeden Fall mache ich jetzt einen kleinen Haul und danach mache ich mich fertig fürs Ballett. Ich habe erstmal ein XXL Poppet gekauft. Guck mal, das ist meine Hand. Und hier ist das Poppet. Und hört mal, wie gut. Also ist die schlechte Seite. Jetzt die gute. Also ist auf jeden Fall schon mal mega cool. Ich lieb Poppet sowieso, das geht ja. Ich hier so. So, dann habe ich noch für meine Freunde diese Seifenblasenzauberstab gekauft. Da kann man so riesengroße Seifenblasen machen. Natürlich in Pink, weil sie mag Pink. Ein XXL-Ball. Ja, der ist cool. Der ist auch so weich. Für sie noch ein Poppet, weil Nora hatte heute hier so dabei. Und ja, sie hat es geliebt, deshalb habe ich es gekauft. Für mich ein Eispoppet.
ist die schlechte Seite, Leute, und das ist die gute. Das ist so gut. Ein Snapper. Und noch ein Simple-Dumple. Das ist die schlechte Seite, warte. Einer hat es schwierig. So, das war die schlechte Seite und jetzt die gute. Und das ist auch so cool. Ich finde alles immer mega cool. Und einfach noch von Sarah diesen Basic Hoodie. Naja, Basic ist der nicht, der ist halt so ganz kurz. Und da zieht man so ein T-Shirt drunter. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Jetzt muss ich aber hochgehen, mein Zimmer noch ein bisschen aufräumen. Ihr habt es ja schon gesehen. Und dann muss ich mich umziehen, mich fertig machen und dann geht's ab zum Ballett. Leute, ich habe letztens so einen Avocado-Kern in so eine Packung, in so ein Ding. Und ich gucke jetzt mal, ob da was gewachsen ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guck mal, es wird. Seht ihr diese Same da unten? Sieht man das? Da ist auf jeden Fall was. Oh mein Gott, das ist cool. Also wir müssen Avocado schneiden, die dann waschen. Und dann in so nasses Papier einwickeln. Ich mach das mal kurz wieder. Und dann in so eine Zipbeutel geben. Die Luft rauslassen. Und in die Sonne legen. Aber jetzt mache ich weiter. Kaltes, weil wir lüften müssen, habe ich noch so eine Radlerhose an. Genau. Meine Haare. Oh. Das Mädchen, ich denke schon. Gott, ich hatte doch noch einen Pferdeschwanz. Oh, die schauen fettig aus. Sie sind nicht fettig, sie sind nur ein bisschen nass. Au. Ich bereue es gerade so sehr, dass ich heute meine Haare nicht so richtig gut durchkämmt habe. Immer wenn ich filmen muss, muss da so ein blöder Flieger sein. Ernsthaft? Okay, warte, ich mache mich jetzt mal kurz ein bisschen fresh. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und dort ein bisschen Lippenpflege. Und ja. Jetzt, ich guck kurz. Okay, jetzt habe ich noch 15 Minuten, glaube ich, wenn ich mich verguckt habe. Und jetzt befülle ich noch schnell meine Haare ab und nehme Kokoschips mit. Ich habe jetzt alles eingepackt und jetzt kann es eigentlich auch schon losgehen. Oh, ich bin so tollpatschig, das vergesse ich. Meine Güte. Okay, meine Schuhe sind auch da. So, umgezogen bin ich jetzt auch. Ich habe jetzt schnell so einen Zopf runtergeflochten. Und ja, eine Jogginghose und ein Pulli, ganz basic, weil... das Wetter. So Leute, wir haben jetzt noch schnell eine Geschenktüte gekauft. Ich habe schon mal alles reingelegt, aber wir machen das jetzt schöner. Also, hier ist die Tüte. Da sind so Muster, also so Blüten drauf, Blätter. Und ich finde das voll schön. Und ich habe jetzt gekauft ein Pop-It. Weil sie liebt Pop-Its, glaube ich. Riesenseifen lassen, damit kann man so hui machen. Und Kinderschokolade. Und noch ein Glipschi. Genau, und das werde ich jetzt erstmal schön reintun. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, sie freut sich, aber ich glaube schon.
noch Johannisbeeren? Guck mal. Was für Sauerei du da machst. Viele haben sich ja auch noch mal gewünscht, dass was mit Poppy kommt. Ah, halt, halt, halt. Bitte. Aber sie ist schon richtig zutraulich, gell? Ja. Also, ich nehme sie auch öfters dann hier mit. Dann chillen wir hier halt so ein bisschen gemausig. So, jetzt brauche ich nur noch ein Outfit. Ich ziehe meinen neuen Pulli an. Ich sollte mich mal die Wäsche schnell kümmern. Okay, ich habe jetzt ein Outfit rausgelegt. Und zwar einfach so ein Crop Top. Den schwarz, ganz basic, ja. Mit einer schwarzen Jeans. Und das neue T-Shirt, dieses bauchfreie. Ja, jetzt suche ich halt nur noch Schmuck, weil ohne Schmuck geht gar nichts hier. Ich weiß nur noch nicht welche. Ich denke halt einfach solche basic kleinen Ohrringe. Ich weiß welche. Mit den kleinen Ohrringchen. Ja, das sind so Sterne. Voll basic eigentlich. So Leute, aber an dieser Stelle würde ich den Vlog jetzt auch mal beenden. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wenn euch der Vlog auch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Ciao!